die Pfarrkirche Unsere Lieben Frau von der Himmelfahrt. Ein Beispiel für den archaischen gotischen Stil von Avila, 13.14. Jahrhundert, ist das Presbyterium mit einem Tonnengewölbe und einer halbkreisförmigen Apsis, in dessen Nerven das Hauptaltarbild eingebettet ist, das den Tempel präsidiert, ein Beispiel für Kunst der Renaissance aus der Region, 1590. Nichts steht im Widerspruch zum allgemeinen Satz und verbindet beide Stile mit dem Rest der Kirche aus dem späten 15. Jahrhundert. Im Kirchenschiff des Briefes sticht das außergewöhnliche Keramikaltarbild von Juan Fernandez mit flämischen und italienischen Einflüssen hervor, 1570. Und neben dem Baptisterium eine ursprüngliche Maria-Himmelfahrt, dass sich jemand in unbefleckte Empfängnis Maria verwandeln wollte,